Ich heiße Steichen Serge, bin 42 Jahre alt, hier in Luxemburg Landwirt. Ich habe vor knappen 20 Jahren in den Betrieb eingestiegen von meinem Vater. Wir hatten, als ich in Betrieb eingestiegen bin, haben wir 45 Kühe gemolken. Die Kuhzahl ist ständig gestiegen, aber im Werkstand haben wir eigentlich nie investiert. Und jetzt waren wir auf einem Punkt, wo wirklich was gemacht werden musste. Weil wir einfach jetzt pro Gemelk 5 Stunden gemolken haben. Ja. Wir melken zurzeit 420 Kühe mit einem Durchschnittsgemelk von knappen 30 Litern. Deshalb melken wir auch nur und auch zweimal täglich, weil ich denke, unterhalb von 35 Liter Schnitt rentiert es sich nicht, dreimal zu melken. Weil ich unseren Betrieb eigentlich sehe, relativ flächenstark. Wir bewirtschaften knappe 900 Hektar. Habe ich mir gedacht, mit einem Karussell in der Größe kannst du die Produktion wirklich mal raufschrauben oder verdoppeln, ohne wieder große Investitionen zu tätigen. Ja, wieso eigentlich der 3100? Da waren wir längere Zeit auf einem PR2100. Als wir dann aber mit De La Val und einem anderen Arbeitskollegen, der auch ein 3100 gekauft hat, mal nach Deutschland fuhren zum Hof Griesmann, wo ich glaube, wo knapp 3000 Kühe gemolken werden, stand eigentlich, war es nur noch Preisfrage, aber von Qualität und von Professionalität übertrifft er trotzdem alle anderen Melkkarussell. Warum es also sehr gut daran gefallen, also mir zumindest, ist die 75 Grad. Die Kühe sind wirklich schnell auf dem Stand und um rauszutreten, braucht die Kühe nur knappe 2 Schritt. Sie hebt den Kopf etwas, weil der Stand auch sehr niedrig ist, dreht sich und die Kuh ist raus. Aber wir melken jetzt etwas mehr als einen Monat in den neuen Melkkarussell. Gut, dass da die Verbesserung einfach war, ist auf der Hand zu weisen, weil wir vorher 5 Stunden gemolken haben pro Gemelk. Also da hatten wir Kühe, die lange standen und Stress hatten. Meine Angst war immer am Anfang, wenn du jetzt die Maschine wechselst, dass du Probleme hast mit Zellen oder mit Keimenproblemen. Dies war absolut nicht der Fall. Im Gegenteil, die Zellen sind geblieben auf 125.000 bis 140.000. Keime sind wir bei zwischen 4.000 und 6.000 Keime. Im Gegensatz, wir sind sogar, als wir bis eine Woche im Stand gemolken haben, 1000 Liter auf die Herde pro Tag gestiegen. Wenn schon, dann machen wir es auch richtig. Setzen wir auch den Sprayroboter rein, um da wirklich sparen wir wirklich Einwand. Ja, vom Spray-Resultat, da denke ich ja, dass De La Val aber trotzdem Spitzenreiter ist in puncto Kamera und Roboter-Technik. Also der findet die. Ich bin selbst auch skeptisch, habe schon mehrere Mal dann gestoppt und bin schauen gegangen, ob die Zitze auch wirklich gesprayt ist und das ohne Problem. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Wesentlich besser als mit Handtippen, weil hier kommt wirklich keine Kuh mit den Keimen von einer anderen in Kontakt. Wenn sie dippen mit dem Becher, dann haben sie schnell eine Verschleppung von Zitzen von einer Kuh auf die andere, wo sie dann Keime und Bakterien mit weiterschleppen. Wir haben eine Instantkühlung, 90 Kilowatt Instantkühlung, die wirklich ausreichend ist, auch dem Silotank gegenüber und auch bei steigender Kuhzahl haben wir viel Reserve. Wieso Instantkühlung? Weil die Qualität der Milch immer mehr ein Thema wird und hier sind wir gesichert, dass die Milch zu jeder Zeit mit 4 Grad im Tank ist und so niemals Probleme haben mit Keimen oder weil ja auch die Milch relativ sehr schnell kommt. Da haben wir trotzdem, denke ich, dass wir auf 2500 Liter bis 3000 Liter die Stunde erreichen können. Und da können Sie Tank schauen, während dem Melken, nach dem Melken, die Milch übersteigt die 4,5 Grad.